Moin zusammen. Ja, wie ich bereits heute in meinem ersten Video gesagt habe, Frau Birella, ja, ne, hat mir noch bis, ich sage mal gestern früh, hatte ich mir noch gesagt, nee, Stream Keks, da machst du nichts. Und dann kam der heutige Tag. Und da wäre ich ja fast vom Hocker gekippt. Ne, unsere ja, slowakische Frau Birella, ne? Wenn man sie fragt, wo sie wohnt, dann sagt sie Slowakei und ne, kommt aus Österreich oder so. Oder war es umgekehrt? Ich weiß es gar nicht. Ja, ne, ist so ein bisschen unbelehrbar. Sie fängt genauso an, wie sie ja angefangen hat, als sie quasi mit dem dicken Schachgroßmeister gematcht hat. Und ja, wie soll ich sagen? Ne, es wird nicht besser. Ne, wir schauen uns jetzt mal so, sagen wir mal, im etwas Schnelldurchlauf mal ihre Matchpartner an. Ne, wir beginnen hier von 23:34 Uhr, ne, damit wir hier auch unsere Wetteinsätze sehen. Nur bei den anderen, das waren vom Psychorella so ein, ja, Notstandding. Ja, da hat sie natürlich ganz, ganz viel Kohle gemacht, muss man ganz einfach mal so sagen. Ne, vor allem unser, ja, Camping-Dude 00 und Qualle, ne, die feuern hier richtig rein. Ne, und haben auch richtig reingefeuert. Aber das schauen wir uns dann zum Schluss mal an. Erst einmal schauen wir uns mal hier ihre Top. Aber wirklich, das ist einfach die Spitze von TikTok. Ne, ihre Matchpartner sind die Spitze. Ne, die Spitze des Eisbergs. Schauen wir doch mal rein. Ne? Als erstes hier, ne, den Oberkaiser. Ne, auch ein Wahnsinns-TikToker. Ne, der hat übrigens auch schon mal mit unserem Dicken was gemacht. Hatte dann auch gesagt, nein, mit dem Dicken und Birella mache ich nichts mehr. Und wie wir sehen, er ist auch wieder da. Schauen wir doch mal rein. Ups. Und TikTok wird jetzt richtig schön hops genommen. Hallöchen, ihr. Von wem denn? Etwa von dieser komischen Tante? Mit ihrem, weiß ich nicht. Weiß nicht, ob das ein Kleid ist oder keine Ahnung. Oder weiß ich nicht. Ne? Tschüss, einen wunderschönen adligen Abend wünsche ich dir. 3 bis 4 Tage noch und niemand kann die Frau. Ach, Leute, Leute, Leute. Lasst mal die Frau in Ruhe. Seid doch. Warum denn? Erklär uns doch mal, warum wir diese Frau in Ruhe lassen sollten. Ne? Oder überhaupt irgendjemand. Ich hatte bisher tatsächlich Reactions gemacht, wo ich mir sage, okay, ne, Streamkeks versucht der Frau doch mal irgendwas zu erklären. Hat nicht sollen sein. Ne? Nachdem ich dann gesagt habe, pass mal auf, ne? Die zerlegt sich gerade selber. Ich ziehe mich da auch zurück, kommt plötzlich sowas hier. Und sie erwartet quasi, jo, Streamkeks hat sich zurückgezogen, da passiert jetzt nichts mehr. Und der reagiert nicht mehr, oder wie? Nee, ganz ehrlich, Onkel Kaiser, auf TikTok, weiß ich nicht, Taktik, Toktik, Kaspar muss man reagieren. Das muss einfach so sein. Ne? Und sie hier wird nicht die Einzige bleiben. Dafür garantiere ich jetzt schon mal. Ne, man hört ein bisschen, ich bin ein bisschen säuerlich und nicht mehr gut drauf wie sonst immer, aber schauen wir doch mal weiter. Gentlemen, geht, kümmert euch um eure eigenen Familie. Oh Gott, nee. Ne, wenn man das dann schon hört, ne? Von einem TikToker, der 24 Stunden nichts weiter macht, als auf seinem Sofa zu hocken, ne, solche Ansagen zu hören. Da wird mir schon übel. Da wird mir richtig übel. Aber gut.
Ich mach mal ein bisschen, ja, Schnelldurchlauf, mal gucken, wie der nächste so ist. Weil hier hören wir nur Du sahst auch Hosen. fertig aus. Die Pause hat dir gut getan. Dankeschön. Mein Bruderland. Rosen und Unis und tralala. Da gibt es nichts, was irgendwo nur halbwegs interessant wäre. So, ja, lass dich nicht Inshallah, meld dich. aufregen mit. Ne, also, das ist alles nur immer dieselbe Gesülze hier. Mal gucken, mal gucken. Gibt es noch? Ah ja. Fitna lebt in meine Kommentare. Herzenslich Dankeschön fürs Folgen. Dankeschön. Was für ein Fitna? Hey, weißt du überhaupt, was Fitna ist? Ne, was das überhaupt für eine Bedeutung hat? Ich befürchte mal, nein. Ne, einfach mal googeln und dann dieses Wort vielleicht nicht ständig in den Mund nehmen. Ne? Wirklich nicht. Ne, erstmal informieren, was solche Worte überhaupt heißen. Stoppen, damit sie wieder zu Kräften kommen. Ja, ich verstehe auch nicht, Timo. Ich habe keine Ahnung. Ja, das wissen wir. Also das wissen wir mittlerweile tatsächlich. Ne? Ne, dass Birella wirklich die Ahnungslose ist. Ne, das ist ja alles klar, das ist logisch. Und das wundert uns auch nicht mehr. Bei mir hängt TikTok in letzter Zeit komisch. Wie meinst du? Okay. Gehen wir hier mal ein bisschen weiter. Immer dieses la 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 la. Ne? Also ihre Streams bestehen nur noch aus, ne? Bitte gib mir Unis und Leben. Ich möchte in die oberste Liga der Oberen. Ne? Sie war hier in diesem Moment so um die 42 aufsteigende Österreich. Das heißt also gar nichts. Und? Und? Nimm an. Ich glaube, er nimmt nicht, weil er weiß, dass ich schwach bin. Nö, weil er weiß, das lohnt sich nicht. Na, er hat abgelehnt. Es lohnt sich Weil ganz er einfach hätte nicht mit gestern ihm. 3K Punkte und ich 30, weißt du? Nee, ihm geht es eher darum, ne, dass er dieses Gesülze nicht mehr hören kann. Ne, ihre Stimme ganz einfach nicht mehr hören kann. Darum geht es hier. Mal gucken, wer der nächste Gast ist. Jetzt erstmal wieder Pause hier. Oh, da ist er wieder. Drachen Lord, die Ehre, das Menschen mit ihm sei gut für die Karriere. Wir haben da Konsum beschränkt. Ich lieb es, wie du die Welle des Hasses beherrschst, wie du spielerisch mit Argumenten Aber auf ich habe Dings gemacht. Kinderniveau Jemand wollte rumplätzt. wieder melden, Deine aber ich habe Wünsche Meldung für zurückgestellt. Henk haben deinen Riss entlarvt. Als Schalke-Fan ist er Musik ist Trinos eigentlich schon starten. Mit genug Buck bestraft. könnte ich. Okay. Ah. Ne, ich weiß nicht, wer das eingespielt hat, aber echt miese Qualität. Echt mies. Ne, schönes Lied, aber miese Qualität. Ich küssen für einen Ruhm. Meine Güte. Dass der euer Papa berichtet ist. Jetzt kommt ja hier mal wieder ein toller Matchpartner. Ein ganz toller. Und beim Sind die Aufstrebende, Kapitäne Jabo. der guten Ich Laune? brauche Matches mit Wenn sie jemandem. danach suchen, die sind die Bösen, wir die Guten. Auch Ja, wenn sie aber ich unsere will noch bis Familie in der Früh verfluchen. 1er, Die sind die 99. Bösen, wir die Guten. Abschaffen die Wenn sie immer Aufstrebende. alles um zu den versuchen. Jetzt kämpfen. Ah, nee.
Man sollte vielleicht auch mal die Musik so hindrehen, dass das auch passt und nicht. Oh, richtig krass zum Schwitzen gebracht, frag nicht. Was ist los? Frau? Oh mein Gott, okay, ich frage nichts. Nein, 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 nein. Nicht so, was du denkst, nicht so, was du denkst. Wir haben tanzen gespielt. Ach so, du hast getanzt. Ja, ich musste. Wir haben ein Spiel gespielt. Der, der für tanzt und der, der zurückliest, muss diese Tanz nachmachen. Wir haben die ganze Zeit getanzt und die kann krank tanzen, die geht hoch, runter, die macht schon fast Akrobatik. Der hat mich richtig auseinandergenommen, ja. Ich muss fast Handstand, ich muss fast Breakdance machen. Genau. Ne? Also super Matchpartner, die auch super interessant sind. Also, ne? Da kommt richtig Freude auf. Ne? So ein oder andere, der wird auch noch berühmt werden, mit Sicherheit. Scheiße. Ja, dann jetzt ruhig, ruhig. Wir machen dieses Match keine Strafe. Ja, machen wir mal locker, ja, ganz, ganz ruhig. Locker. Ich brauche Ich gerade hoffe, Ruhe. kann ihn nicht zerstören. Er ist mega stark, Leute, und außerdem folgen Jetzt er. nicht mehr. Aber ich hoffe immer noch, Leute, kommt, alle tippen, alle tippen. Kommt, Leute. Genau, tippen, tippen, tippen. Leben und Unis. Leben und Unis. Leben und Unis. Leben und Unis. Rela. Sauber, wer war das, Michael? Komm, Leute, 3 Runden noch. Leute, jetzt, letztes Match. Letztes Match. Das waren zwei Leute. Wir haben nicht mal zwei. Hast du geschafft? Nein, nein, nein. Oh doch, jetzt Camping Dude, der Aber haut Leute, jetzt alles bei zwei, erstmal. letztes Match. Camping Dude haut erstmal wieder 50 € da rein. Genau, Camping Dude, du bist der King. Ne? Anscheinend funktioniert es mit Rainerle nicht mehr, oder wie? Ne? Camping Dude, komm doch ganz einfach mal zu mir und wir reden drüber. Oh, meine Güte, dieses Krummgebälke. Okay, schauen wir mal ein bisschen weiter. Was sich da noch so alles Neckeschniedliches tut. Terella, du bist weg. Camping Dude, geh raus. Green Screen, nein. Camping Dude geht nicht raus. Warum nicht? Weil sie ohne ihn kein Geld machen würde. Ist doch ganz einfach. So. Wem muss ich noch wegschmeißen? Wer macht noch Stress? Streamkeks. Aber den hattest du schon weggekickt. Ne? Also mich. Geben Sie mich doch mal wieder frei. Ne? Sie schauen sich das Video sowieso an, Frau Birella. Geben Sie doch mal den Streamkeks frei. Ne? Der würde sehr gerne mal mit Ihnen matchen. Gott, mir das macht noch Stress. Danke schön. Wie geht's dir? Wir sind Platz 17, Leute, dank Ehrenmann Camping Dude. Aber zum Platz 16 brauchen wir Brauchen wir was? Das ist nicht so einfach, Leute. Aber kranke Runde. Kranke Runde war das. Oh, Camping Jude macht das schon. Ne? Der haut da richtig was rein. Und wie gesagt, ne, bei Camping Jude kann das nicht ganz mit rechten Dingen zugehen, wenn er hier 500, 600 € reinfeuert. Und auch noch beim Drachen. Ne? Ich weiß zwar nicht, ob der, keine Ahnung, selbstständiger Multimillionär ist oder so, keine Ahnung, aber so ganz mit rechten Dingen haut das nicht an. Ne, man sollte da tatsächlich mal, ja, wie soll man sagen, ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Ne, vor allem bei Camping Dude halt. Ne. Hier heißt er ja Camping der Echte, ne, weil Frau Birella weiß nämlich nicht, wie man entblockt. Ne. Von daher, ne, Camping Dude
Sein Hauptkanal ist ja hier bei ihr hier geblockt. Bitte streitet euch in Telegram, nicht in meine TikTok-Stream. Oh ja, diese sexuelle Anspielung eben gerade. Super, super gemacht, Mädchen. Was soll ich machen, damit ich Uni bekomme? Soll ich dir Bilder... Wer ist das? Der ist auch stabil. Und? Was tut sich jetzt? Kommt jetzt der nächste? Oh, Match startet. Gut, keine Ahnung. I love you, thank you very much. I love you, thank you very much. Yes. Oh mein Gott. Sie muss hier auch ihre Matchpartner, die halt nicht so gut sprechen können, echt gleich hops nehmen. Ne? Aber schauen wir mal weiter. So. Oh. I need roses. Was für eine Droge? Übermalt man seine Lippen. Ja, bisschen. Oh Mädchen, geh nicht so dicht dran, das kann der Filter nicht mehr. Ne, der Filterkrieg kommt da jetzt nicht mehr hinterher. Je dichter du an die Kamera gehst, übrigens, dein Handy hat eine Kamera. Ne? Und Mikrofon. Und beides ist an, wenn du das Handy ausschaltest. Ne? Nur mal so klein, so nebenbei. Ne? Sollte man sich merken. Man sollte das Handy tatsächlich dann komplett ausschalten. Aber auch dann ist die Kamera noch aktiv und das Mikrofon. Und beides kann abgehört werden. Nur mal so nebenbei. Ne? So als kleines, kleiner Denkanstoß. Bisschen sind übermalen, ja. Aber in normalen Dings, so. Nö, das ist nicht normal, Mädchen. So wie sie da aussehen, schminken sich ganz bestimmte Damen. Ne? Auch, die setzen sich auch genauso hin, diese bestimmten Damen. Ah, du musst die Scheiße auf Tabletten, ey. Scheiße auf Tabletten, Leute. Okay, scheiß auf Tabletten, Leute. Dann schauen wir doch mal weiter. Entstanden, ey. Schauen wir doch einfach tatsächlich mal. Nur ihre Matchpartner. Oh, hier kommt jetzt eine Matchpartnerin, die auch interessant ist. Ah, gut, danke schön. Ja. Alles in Ordnung. Warte, ich habe Zeit, weil ich mit Handy die ganze Zeit hier Sachen machen muss. Warte, ich bin am Blockieren. Mach mal Match, komm. Genau, aber ich blockiere ne? durch den Match, weil irgendwie kommt das zweite Welle von die Hater in mein Chat. Oh, bei mir auch. So, die Maylin ist auch wieder am Start. Ist das nicht schön? Nur, sie hatte sich ja tatsächlich gesagt, nö, ich mache nichts mehr mit unserer blonden Tante hier links. Sie ist auch wieder da. Also jetzt kommen plötzlich alle wieder aus ihren Löchern gekrochen. Ne, ob das jetzt hier Tante Birella ist oder Maylin. Ich finde es faszinierend momentan. Ne, dass alle glauben, der Hate wird weniger. Ne, der Hate wird weniger, definitiv. Ne? Alles gut, Leute. Ich bin da, ich bin anwesend. Was gibt's Neues bei dir? Ja, gar nichts. Ne? Tatsächlich, der Hate wurde bei ihr weniger. Ne? Und ja, sie hat nicht mehr so viel Zuschauer, also muss sie zu Birella kommen. Ne? So ähnlich geht es ja Birella auch. Sie möchte ja unbedingt wieder mit dem Dicken matchen. Ne? Man merkt einfach, dass bei den beiden Damen hier irgendwas nicht so ganz stimmt. Aber schauen wir noch mal weiter. Vielleicht kommt ja noch irgendwie hier irgendwas. Oh,
Da ist sie ja. Guck mal da. Die Gruppen, ey. Idioten, ich hab's gesehen. Ich war diese Tage in die Gruppe unterwegs. Hast du nichts Besseres? In die Gruppen unterwegs war sie. In die Gruppen. Das ist schön, Mirella, dass du in die Gruppen unterwegs warst. Dann müsstest du ja eigentlich wissen, junge Frau, dass man auch dort nicht so wirklich auf sie gut zu sprechen ist. Ne? Weiß ich nicht. Gucken wir mal weiter. Ja, jetzt kommt hier nochmal. Hi, wie geht's? Emre, guck jetzt, warte, lass so. Mirella, ich will mit dir nichts zu tun haben, du bist ein schlechter Mensch. Richtig. Richtig. Aber trotzdem matchen man hier anscheinend. Ne? Auch wenn sie ein schlechter Mensch ist, aber man muss trotzdem matchen. Kennst du mich persönlich? Danke. Ja, ich höre von dir YouTube nur Müll. Ich weiß nicht, wieso, wer hat die eingeladen, Leute? Boah. Ibo, Abo hat doch gesagt. Abo, hör auf, so einer Person Plattform zu geben. Hör auf damit. Sie gibt. Richtig. Nein, sie gibt euch keine Plattform, falls er das hier unten sagen möchte. Nee. Uns Plattform. Bruder, meinst du das ernst? Du weißt, was sie gemacht hat, ne? Ibo, das Ding ist, Abo unterstützt sie dabei, weißt du? Und das Problem. Ich weiß, er und Drachenlord, die drei arbeiten zusammen, glaub mir. Zeig mal, was wir können, Camping. Zeig mal, was wir können. Ihr seid ein Haufen Wusseres. Aber ey, Barella, ich beschütze dich nur, wenn deine Leute auch bei mir was zeigen. Bruder, für Geld verkaufst du dich? Sie hat keine Leute. Sie hat niemanden. Und beschützen. Oh mein Gott. Geld ist Macht. Ey, Leute. Ja, ist die von letztes Lara. Ich weiß, ich habe auch so mir angenommen. Ich kann nicht einmischen in eure Männerdiskussion. Birella, schäm dich, dass du noch mit welchem Gesicht gehst du live? Ja, mit dem, was der Filter erzeugen kann. Ne? Mit dem Originalen. Oh, wei. Was hat sie denn genau gemacht? Erklär mal. Ey, Abu, das. Ich gehe live auch mit Bekannte, auch mit kleinen Streamer. Und keiner kann mir sagen, mit wem habe ich zu live du zu gehen. Du darfst, ich gebe dir Verbot. Oh doch, richtig. Hier, hör dich an. Hör ihn. Dass du live gehst mit einem von diesen Jungs hier. Geh mit deinen komischen Leuten live, wie Drachenlord und sowas. Sag mal, der. Ja, ich weiß. Ach, guck mal. Ich gehe mit allen live. Emre, dein Plus ist weg. Geile. Danke, du Geile, danke schön. Ich will nicht. Bitte nicht von mir klauen. Dein ist auch weg. Aber alle beide auch zurück, weil das neue Account und da. Ich möchte mit dir nichts zu tun haben. Birella, verstehst du nicht? Dieser Mensch da oben möchte nichts mit dir zu schaffen haben. Und genau das wird dir jetzt öfter passieren. Dass Menschen sagen, nein, Birella, mit dir nicht mehr. Nur weil, ich werde jetzt keine lustigen, witzigen Sachen mehr machen. Nur, ich werde jetzt nicht mehr der liebe, nette Streamcakes bleiben. Nur, ganz im Gegenteil. Nur, ich werde jetzt zwar keine bösen Worte nutzen, aber ich muss diesem Herrn hier oben recht geben. Du bist ein böser Mensch. Das bist du. Oh, guck mal. Rollstuhl ist ein Wort von einem Game, das heißt Drachengame. Und Drachengame hat eigene Worte. Und Rollstuhl bedeutet in Drachengame, du sitzt in Rollstuhl, das bedeutet, du sitzt in goldene Käfig. Nein, das heißt es nicht. Das heißt es absolut nicht. Da sieht man mal wieder, Birella, dass du absolut keinen Dunst hast von dem, was du sagst. Wirklich keinerlei Ahnung. Okay, eine andere Frage. Warum hast du das Tor vor deiner Haustür? Was? Diese Leute, diese Gruppe da, du weißt, wen ich meine.
Wieso haben die dich gejagt und waren von deiner Haustür und so? Die waren vor meiner Haustüre und dann haben alle nur Anzeige bekommen. Aber ein Kein einziger hat eine Anzeige bekommen, die den Tag bei dir waren. Die saßen gemütlich im Park und haben da tatsächlich mit der Polizei Klönschnack gehalten. Mehr nicht, Mädchen. Begreif es endlich. So, einfach so eine Gruppe von 1.000 Menschen macht das. Das Ja, 1.000 waren es nicht. Ne? Waren 30, 40, vielleicht 50 Leute. Drachenlord-Hater. Ja, Er hat okay. 20.000 Hater. Ja, Also okay, das er hat Hater zu Recht. Und wieso hast du ihm dann Unterstützung gegeben? ich habe nicht gewusst. Ich habe ihn nicht gekannt. Wie soll ich wissen? Ich bin in deutschsprachiger Raum seit 8 Jahren. Ach, und da kennt man sowas nicht. Oh, das hat ja also, nö. Oh. Informationen kann man sich nicht ranholen, ne? Bevor man mit solch einem Menschen online geht. Und man kann dann auch nicht auf die Ratschläge anderer hören. Nein, ganz im Gegenteil, man verteidigt denjenigen noch, oder wie? Leute, glaubt mir Ich das, bin seid auch dazu ehrlich. bekannt, Leute. Grüß, Dankeschön. Ich glaube, Birella kein Wort mehr. Ganz ehrlich, absolut nicht. Und so geht das hier weiter zwischen den beiden. Sie versucht immer noch sich zu rechtfertigen, ne, warum das alles so richtig ist. Ne, und unser lieber Mensch hier neben, ja, der geht Boah, halt das ist dagegen. einer, der hat, die sagen, der hat Koran verbrannt gegen Ja, ich Islam. gehe raus nach dem Major auf jeden Fall. Voilà. So. So einer Abu, ich Abu, habe warte nicht, mal, warte mal. ich schwöre auf Abu meine Eltern, ich mit habe das nie Birella, gemacht. Birella. Abo mit einer Jeanshose. Aber Junge, halt deine Fresse dann! Du schrei nicht, du Supporter von Drachenlord. Abo mit einer Jeanshose? Also ich bin sehr enttäuscht. Ja, ne, da sind sie nicht der Einzige. Normal, er hat sich mit Drachenlord getroffen und Birella. Die hatten ein Meeting gehabt. Berana, geh nicht raus. Ich Nein, gehe raus nein, nach die Runde, Junge. du hast so Geh schöne raus. Lippen, Berella. Du hast so schöne Lippen. Geh nicht raus. Deine Lippen bringen dir auch nichts mehr im Leben. Nee, das ist alles nur Filter. Dankeschön, Michael. Ja, Berella! raus. Okay, das war quasi der erste Stream. Na, wie gesagt, das wird heute ein echt langes Video. So, ich hole mal den. Nee. So, hier haben wir den nächsten Stream, den wir ein bisschen größer machen müssen. Hier so. Ne, also mal horchen. Ne. Jetzt haben wir, also der letzte Stream war vom 19. Ne. Jetzt sind wir hier beim 20.09. 1:30 Uhr. So, mal ein bisschen vorspielen, bis die junge Dame wieder mal da ist. Ja, wo ist sie denn? Da ist sie ja. Der Bock. Leute, ihr wisst schon, alle tippen. Genau, alle tippen, tippen, tippen. Ganz wichtig, tippen. Oh mein Gott. Okay, schauen wir mal ein bisschen weiter. Okay, machen wir noch ein bisschen weiter hier. Oh, hier. Wie eine Dame in Hamburg. Ne, könnte auch Frankfurt sein. Ne, könnte auch Frankfurt sein. Man weiß es nicht genau. Vielleicht möchte sie ja auch sowas, ne, in ihrem Heimatort eröffnen und übt dafür schon mal. Saladin, I don't understand Albania. Wo sind die Albaner? Oh mein Gott, Mädchen, du solltest das Lachen sein lassen. Da kommt der Filter nicht mehr mit. Ne? Dein gesamtes Gesicht geht dann irgendwie komplett auseinander.
So die Symmetrie verschwindet dann. Also das mit Lachen solltest du sein lassen, Mädchen. I don't understand, Xeladin. Bitte, Kobi Buddha. Weiter so. Ich brauche Punkte und Likes. Oh, Mädchen. Das Einzige, was du brauchst, ist eigentlich einen guten Psychiater. Aber dafür hast du ja, wie heißt der Mensch? Qualle? Ne? Unser Superpsychiater aus München. So, mal weiterschauen, mal weiterschauen. Ob du denn hören? Sag was und ich übersetze dir das auf Slowakisch. Und? Und? Nix. Okay. Gehen wir mal weiter und weiter und weiter, bis der erste Matchpartner kommt. Bin ich ja mal gespannt drauf, wann da was sich was tut. Ne, das Gesicht verziehe andauernd ist echt irre. Das ist echt irre. Wie gesagt, ne, wir sind hier irgendwas mit 1:37 Uhr. Was steht doch da? Und irgendwie tut sich da überhaupt nichts bei ihr. Außer, dass sie da sitzt. Ja, und ja. Ne? Sie sitzt quasi da und wartet auf Kundschaft. Seradena stellt die Frage. Oh Mann. So, Ich lese später, ich habe nur ein Handy-Camping, ja? Ich bin jetzt online und ich habe schon 5K Likes. Ich kann nicht abbrechen jetzt. oh, sie kann nicht abbrechen, sie muss warten. Weil diese Kobi Buddha tut sich schon Finger brechen beim Tippen. Ja, so, die tut sich schon die Finger brechen beim Deepen. Ja, Leute, das sollte da eigentlich mal lassen. Sieh mal deine Privatnachrichten, ne? Schreibt Camping-Newton. Ja, sollte man machen. Ne, sie hat ja auch schon 7K Likes. Und was passiert hier jetzt? Sorry, tipp nicht mehr, tipp nicht mehr. Ich Tipp nicht mehr, tipp nicht mehr. Ich muss raus. Tipp nicht mehr. Und schwupp, quasi wieder. Ne? Nach, ja, knapp 9 Minuten. Warum und wieso? Wer weiß das schon. Dann gehen wir doch mal jetzt in den nächsten hinein. So, Part 2 vom 20. Schauen wir doch mal, was es hier so Schönes gibt. Ah. Oh. Nur hier versucht sie jetzt gerade irgendwie. Keine Ahnung, was zu treiben. So, Kobi, du da, jetzt kannst du anfangen. Ich musste kurz auf, weil es gibt Maniacs. Weltuntergang Maniacs. Weltuntergang. Wir haben jetzt hier wieder unsere Superviren. Ne? So unsere Illuminati. Na, gibt es noch was Spannendes, irgendwas Interessantes hier? Alles? Oh ja. Schwupp und weg ist er wieder. Nur einen Schluck Käffchen trinken und weg. Das war Part 2 in der Nacht. So, hier haben wir jetzt Part 3. Schauen wir doch da mal rein, was das so alles Nützliches gibt. Nun, hier sind wir schon bei 2 Uhr. Mal schauen. Schauen wir doch mal rein. Ah. Ja, der geht auf 16 Minuten. Mal hier
durchhuschen. Musik, Musik, Musik und. Ich streame schon ab 10 Uhr. Ab 10 Uhr, genau. Ab 10 Uhr. Heute hat sogar schon, also gestern war es 9. Normalerweise musste ich offline gehen, aber ich gehe nicht offline. Oh, wow. Was ist das denn für ein. Also, ich habe ja schon eine schlimme Tonqualität, aber das hier. Leute, weiter tippen, auch wenn Beschränkung da ist, ist egal. Geht nach 10 Minuten weg. Genau, hier ist alles sowieso egal, ob das Beschränkungen ist, ob das sonst irgendwas ist. Alles egal. Immer egal, alles egal. Bisschen schneller. So, du nimmst zwei Hände und so machst du das. Dann sind wir in 3 Minuten, Zenka. Komm, alle 7 Leute zusammen. Tippen, tippen, tippen. Mädchen, du hast jetzt in diesem Moment 16 Zuschauer. Ne? Mit berühmt sein und so, ne? Und dieses, was du da gerade machst, ist, funktioniert nicht so wirklich. Weil dafür braucht man Community. Ne? Ich verärgere wahrscheinlich auch gerade einige hier. Aber wenn ich mir dieses hier so anschaue, also ich weiß nicht. Master Beat. Ne? Oh, hier haben wir einen interessanten. Der ist wirklich interessant. Der ist echt interessant. Mirella, kennst du die Geschichte von Marquis de Sade? Nein, was ist das für eine Geschichte? Dann gib mal im Internet ein Marquis de Sade. Und dann liest du mal ein Buch davon und danach meldest du dich, wenn du Interesse hast. Okay. Oh. Ja, kleine Spitzfindigkeiten. Finde ich gut. Okay. Schaue ich später, wenn ich Zeit habe. Weil momentan bin ich so beschäftigt, bis zum geht nicht mehr. Ich hoffe, du verdienst viel Geld für deinen Manager. Ich bin mein eigener Manager. Och Mensch, Mädchen, wer das glaubt. Ne? Also ich glaube es mittlerweile nicht mehr. Achso, für ich dich? Dachte, ja, mache ich schon. Ja. Und wenn ich nach Österreich komme, ne, dann nehme ich dich mit. Hier in Ostdeutschland, da gibt es gute Möglichkeiten, viel Geld zu verdienen. Ohne TikTok. Und man ist immer im Haus oder im Hotel und besucht Leute, und weißt du. Hör auf zu betteln, hast du ja immer, du musst das mal sein lassen, das macht mich krank, deine Bettelei. Oh, er hat zwar nicht scheiß Tonqualität, ne, und ist ziemlich laut. Aber seine kleinen Spitzfindigkeiten finde ich gut. Sorry. Und sie geht auch gar nicht drauf ein, weil sie wahrscheinlich überhaupt gar nicht rafft oder gar nicht versteht, was er sagt. Dankeschön, Koi Buda. Voll, hey. Mirella, was sagst du, dass Europa zugrunde geht oder interessiert dich das nicht? Also das war jetzt eine Frage. Das kannst du sie ihr doch nicht stellen. Also das ist ja nun, ne? Europa. Europa geht zugrunde. Hauptsache Rangliste, ich weiß. Hauptsache Rangliste, ich weiß, Birelle. Genau, Rangliste und Unis. Hauptsache Rangliste. Beeinflussen, was in Europa passiert. Ich bin normaler Mensch, lebendiger Mensch. Was? Frau Birella, sind Sie sich da sicher? Ne? Also so ein ähnliches Gesicht mache ich auch gerade wie unser Mensch hier auf der rechten Seite. Ne? Also ich bezweifle das auch. Was ist mit Didi los heute? Was war mit Didi los heute, Birella? Okay, Didi und so, keine Ahnung, wer das ist. Da spülen wir mal kurz ein bisschen weiter. Didi, nicht. Nochmal ein bisschen. Nee.
Hier Endwort, hier. Hier Didi, der gerade da ist. Noch mal ein bisschen. Ich war hier. Schau, ich habe heute ein paar Matches gemacht, aber ich. Ich glaube, der nennt sich Asi Didi auch. Asi Didi. Kennst du Asi Didi? Wie viele Menschen ich matche, ich merke die Namen nicht. Genau. Ne? Außerdem, das könnte sie auch gar nicht. Ne? Damit wären gewisse Sachen überfordert. Ne? Damit ist sie dann völlig überfordert. Ne? Da ist sie genauso wie der Dicke. Ne? Also mit Namen und Gesichtern und Stimmen hat sie es auch nicht so wirklich. Außer meinen. Bei mir war aber mein Weiße, ne? Aber mein Weiße, ne? Ja, du bist. Ja, ja, genau. Aber von Rainer und von hier, von dem aus Plauen, die Namen hast du vergessen, ne? Ja, keine. Der Mann ist gut. Okay, super. Nix, keine Ahnung, genau, keine Ahnung. Vergesst das mal alles, ne? Er gefällt mir. Ne? Auch wenn ich sonst seine Screens eigentlich nicht so wirklich mag, aber hier, der gefällt mir. Wie lebt nicht in Europa? Ey, wo lebst du denn? Ofza, wo lebst du? Ach, die lebt ja dort, die lebt in Österreich. Die kommt aus Österreich, das ist Europa, Österreich. Und sie selber kommt aus der Slowakei, ne? Slowakei kommst du, ne? Genau, sie ist das beste Beispiel. Nee, ich lasse es. Ja klar, du siehst doch bei ihr in der einen Brille siehst du Dollarzeichen, in den anderen Euro. Sieht man doch, ne? Hä? Schöner hätte ich es nicht sagen können. Ja, weil ich sehe, bei dir in der Brille hier sieht man ganz fett Dollar und hier Euro. Nein. Na, jetzt ist das weg, jetzt sieht man nur Null. Sehr schön. Ach ja, und unsere Birella versteht keinen Ton. Bonis. Okay. So. Frau Birella versteht überhaupt nichts hier. Du bist Illuminati. 30 Sekunden, nicht, dass er gewinnt. Nicht, dass er gewinnt, Leute, ja? Leute, tippen mindestens. Ofta, du hast einen Punkt. Ein Punkt hast, ich bitte dich. Sie hat hier 5 Punkte, also ne, die muss man ihr schon zugestehen. Glaub mir, komm lieber und wir reden darüber. Ich kenne ein Geschäft, da sind wir zu Hause oder im Hotel und besuchen. Da, glaub mir, das ist viel, viel besser als TikTok. Vertrau mir. Ich bitte euch das zum Wegsnipen, Wallabilla. Hör mal auf, Wallabilla, ist das deine Sprache? Ist das Slowakisch, Wallabilla? Ist das Slowakisch? Das interessiert diese Frau doch gar nicht. Hör damit auf, die Sprache geht weg. Du verlierst deine Identität, sprich vernünftig. Voila. Die Identität hat sie sowieso schon verloren. Ne? Also das Gefühl hat man. Aber ich muss recht geben. Ne? Ich muss ihm ja recht geben. Aber das hatte ich ja schon im Laufe des Videos gesagt. Ne? Sie sieht wirklich, ja, vielversprechend aus für gewisse Kreise. Billa ist nicht deine Sprache. Walla Billa, du bist heute schlecht gelaunt, ich gehe raus von dir. Nein, ich will nicht schlecht gelaunt, ich muss dich erziehen, mein Baby. Okay. Und weg ist er. Ja. Widerspruch bearbeitet, gute Verbindung. Ach ja, hier hat sie gerade wieder mal ja, eine Ermahnung von TikTok bekommen. Birella, das wird öfter passieren. Ne? Das wird auch jetzt weiterhin noch passieren. Ich bin ein bisschen im Stress, ne? Deshalb auch ja, meine recht unlustige Redensweise heute. Leute, das ganze Ding geht mittlerweile 45 Minuten bei mir. Ja, ich wollte euch diesen Menschen aber auf jeden Fall nochmal zeigen. Es gibt da noch einige andere, ne, die werde ich dann dementsprechend nochmal nachholen. Frau Birella, ich wollte mich eigentlich nur mit diesem kleinen Video tatsächlich richtig zurückmelden.
Ne, damit sie wenigstens ein bisschen Arbeit haben. Aber wir können uns ja in die letzten Sekunden nochmal anhören hier. Meine Sichtbarkeit. Ich schaue, dass mein Widerspruch irgendwie bearbeitet ist. Nö. Sie haben gerade sexuellen Content gemacht. Ohne es zu merken. Ohne es zu merken. Das bin ich so super. Diese Frau merkt's noch nicht mal. Okay, da ist sie mal wieder weg. Ja, bis hier möchte ich eigentlich auch machen, ne? Bis 2.08 Uhr. So, die Wetten stehen ganz gut hier unten. So, mal schauen, vielleicht gewinne ich ja, dass ich mir auch ein neues Mikrofon leisten kann. So, mal schauen, mal sehen. Ansonsten, ja, mal schauen und hören, was sie heute Abend von sich gibt und macht. Wie gesagt, ich kann momentan nicht so wirklich garantieren, dass ich dementsprechend schnell reagieren kann. Ne, muss man mal sehen. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich war heute ein bisschen neben der Spur. Ne, weil, ja, Arbeit war halt auch ein bisschen viel. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer kleiner Streamkeks. Ciao, ciao.